trotz Sonne. Wir lassen das Biest trotzdem ein letztes Mal frei. Wir blicken zurück auf eine verletzungsfreie Spezie. Das Biest hat kein einziges Mal zugeschnappt, hat keinen einzigen Finger eingeklemmt oder abgeklemmt oder amputiert. Es ist zivil geblieben. Auch innerhalb des Publikums keine Schlägereien. Da sind wir stolz drauf. Dank euch an dieser Stelle fürs friedliche Zuschauen. Dann ist es natürlich auch Zeit, sich schon mal so damit zu beschäftigen, dass sie bald keine Mädels mehr haben, die sie mit Gummihasen versorgen. Dass Igor dann auch nicht mehr in Sonnenbrille vor ihnen stehen wird. Igor ist übrigens zentraler Teil zusammen mit Kirsten Hase dieses Jubiläums. 25 Jahre Firma Hase, da ist Igor vom ersten Tag an mit dabei. Also hier sehen Sie Igor. Ja, und von Kirsten ist nicht nur tatkräftig dabei, sondern trägt dann auch so in der Freizeit die ganzen Ideen, die da so rumpoltern um Marek. Die macht das alles mit, seit wie vielen Jahren. Ja. Ja. Und ich selber, ich habe Kirsten und Marek kennengelernt, ein Jahr nachdem sie die Firma gegründet haben, also 95. Marek Hase war der erste Mensch, der mich beim Trampen auf dem Fahrrad mitgenommen hat. Und hier, guckt euch das an. Das war echt Arbeit für ihn. Ja. Das ist also Marek, danke nochmal. Das war damals ein vierrädriger Prototyp, den er entwickelt hatte, zwei Linienräder zusammenmontiert zum Tretauto. Ich komme runter auf die Straße zur Bushaltestelle, Bus weg, aber Marek Hase kommt harmlos an und ich halte ihn auf und er nimmt mich mit und seitdem bin ich ihm dankbar und bin auch mit ihm befreundet. So, dann wollen wir mal gucken, wie es dem Biest geht und so langsam anfangen, ja? Nee, noch nicht. Nein, lieber noch nicht. Es ist harmlos. Das Biest ist, es hört sich schlimm an, aber es ist halt so wild. Gut, es gab eine Entwicklungszeit in der Zeugungsphase quasi, gab es einige böse Fleischverletzungen und Amputationen, aber wir haben das jetzt weitestgehend umerzogen auf fleischfreie Ernährung, sind wir auch stolz drauf, was nicht leicht war. Echt, fickverschweißte, unvermuffte Chromo-DNA auf vegetarisch umzustellen, ist nicht leicht. Jawohl. Und ständig dieser brudelnde Rothelm von Schmiermitteln in diesen vielen Kugellagern. Ist nicht leicht. Aber blick mal einmal. Nee, komm. Jetzt auch mal ruhig, ja. Hörst? Du übertreibst nicht, ja? So, jetzt komm, erklär den Leuten, warum es so nervös ist, erklär du es ihnen. Na, warte. Du hörst jetzt auf, ich warne dich. Ey, Robby, man kann es treiben, man kann es auch übertreiben. Ich mach jetzt auf und du erklärst den Leuten, was los ist. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. Robby, hier guck es dir an, echt! Und erschreckt euch nicht, ich zeig euch nachher den Robby. Der sieht nicht so besorgniserregend aus. Na hier, guck ihn dir an. Der ist zuständig für das Grill. Hier zum ersten Mal hier heute jetzt zu sehen. Aber die ganze Zeit hat er sich im Hintergrund gehalten. Das ist der Biestbrüller, ist das. So, und jetzt hast du den Sound aus. Danke, Herr Kapellmeister, vielen Dank. Wir lassen es mal frei. Komm, wir ziehen das durch. Komm. Ja, ist nicht hübsch. Sag mal, guten Tag. Tag. Ja, das ist das Biest. Wie viele Kugellager sind es? 124.000, 3,785 Milliarden Millionen. So, und damit ihr seht, dass es auch funktioniert, werden wir es mal in Bewegung setzen, ja? Gut.
So. Ein letztes Mal Gassi gehen. Und das funktioniert so. Das Biest hat das Schreiben verlernt. Wir haben es zur Schule geschickt und haben ihm ein H beigebracht, wie H genau oder wie Hase oder wie Hambacher Forst oder so. Aber jedenfalls ein H. Und jetzt gerade ist dann die Schablone abgefallen. Aber wir wollen euch unbedingt, das Biest will euch zeigen, wie es schreiben kann. Deswegen so ein bisschen Geduld. Sollen wir alle zusammen in der Zwischenzeit das Sonnenlied singen? Nein. Und die Sonne bleibt leben, müssen wir nicht, ne? Scheint sowieso genug. Ja. Und ist fertig? Gut, ist fertig. Jetzt zeige ich dir, wie das Biest schreiben kann. Pass mal auf. Das funktioniert so. So. Das Biest macht dann da hinten mit dem Stempel so, dann geht hier ein Warnlicht an, dann macht es ein komisches Geräusch und dann hat es ein H gemacht. Ja, ist schön, ne? Ja, also ich meine, es ist noch kein Abitur, aber wirklich ein H schreiben ist doch auch toll, oder? Ja. Sehr gut, danke für die Geduld. Natürlich ist so ein Biest, auch wenn es ein bisschen nach Hollywood-Kino sich anhört, so Homo-DNA, als wäre das so ganz allein auf der Welt. Es wird auch ein Einzelkind bleiben, aber es gibt eine Mutti dazu. Und die könnten wir jetzt langsam mal ranrufen, denn Mutti lässt sich heute irgendwie viel Zeit. Ah. Von einem kleinen Biest aus. So, und ich sage euch gleich noch was, dass ihr nicht enttäuscht sind. Mutti kann nicht schreiben, Mutti kann nicht schreiben, Mutti kann nicht schreiben. Aber die Mutti kann hier mal den mitnehmen. So, ich. Das ist danach. Ja, den passenden. Jo, ho. Aufpassen.